Was? Sind das Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, oh, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Ja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. Zur Hölle muss ich hin.
Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Und die Dose da gelassen? Oh Mann. Oh, bitte. Natürlich. Alles ausgeräumt. Vielleicht hat er was bei sich. Ach, komm schon. Ein Verbandskasten. Zum Teufel komme ich da rein?
35 rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Mist. Spuren. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Kein Nahtmaterial. Na, das hier muss reichen. Los geht's. Schnell. Hier rauf. Oh Mann. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na. Komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich.
Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, es hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir einen Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Komm schon, wir kommen gut voran. Und mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung, mit niemandem so richtig. Was ist mit Tino und den anderen? Wie geht's denen? Oh, Mali, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Verstecken es nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Lass uns lieber über was anderes reden. Mistdeckung! Schreckhaft gerade. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ellie, das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Das soll dich ja nicht mal sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Ich weiß nicht. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Nein, danke. Mehr für mich. Prost, Winston. Wow, hartes Zeug. Na komm. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd, sie hat bestimmt richtig Angst. Mann. Ellie, hilf mir mal. Ich hasse es, da durchzukrabbeln. Ich lasse mich nicht ganz erquetschen. Schon gut. Ich gehe. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut.
Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Ellie, echt? Du sollst brüllen! Wahrheitsschädel, stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. So ein Trost. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett. Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Geister schweigen. War ja klar. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na? Dann ist ja alles klar. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann dich gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nein, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut, Skelettseher kann mich mal. Gut, Ellie. Oh, ein Dreifach-Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen.
sind sogar noch cooler. Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf. Dracula! Sind ein paar Freunde von dir. Grabstein, Grabstein, Grabstein. Ein echter Friedhof hier. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Wow, das war blöd. Ich habe eine Idee. Siehst du die Autos da unten? Ja. Das rote ist deins, meins das blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Oh, Mann. Bam! Volltreffer! Das war so knapp. Ha! Nummer zwei.
Das gibt's doch nicht! Nur noch eine. Verdammt. Ja. Die letzte. Ja. Stein. Wurf. Champion. Meins hat der härtere Fenster. Ja, klar doch, Loser. Okay, hier kommt die Frage. Ich kriege Angst. Also... Was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Krankenschwester? Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nahe. Dir das bekannt vor? Stimmt. Komm, ich zeige dir dieses Ding. Fast beschafft. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Das musst du sehen. Oh, warte, ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen. Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst?
Oh Gott! Scheiß Katze. Komm schon. Okay. Oh mein Gott! Ist ja kalt. Verdammt! Soll ich hier verrecken? Saft. Hier haben wir es. Endstation. Nichts? Kein Saft. Verdammt.
finde ich welches. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Bitte. Okay. Sehr gut. Dürfte reichen. Komm schon. Okay. Schau geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und bist nicht frittiert. Ah!
Ja, ich höre dich. Raus hier. Ziemlich böse geschlagen. Ernsthaft. Es tut immer noch weh. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Ich bin abgehauen, weißt du? Herrje. Ich war schon 10 Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Wir schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen.
Wir sind eine Familie. Also, nein, nein. Ich gehe nirgends hin. Gott. Lass es ihn lieber stehen. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das? Okay. Ja! Bist du bereit? Was machen wir? Wow, wow, wow! Riley, komm her! Nein, du schaffst das. Los! Oh Mann, das ist irre! Oh Mann. Komm schon, komm hier hoch! Setz dich neben mich! Okay, warte! Nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Hui. Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh. Ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder? Du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig. Ist lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weg. Schön. Ja, der ist klasse. Okay, das reicht. Ich stecke es jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen.
glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Und los geht's. Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst hier keine Figur aussuchen. Ha, okay, lächeln. Wie ein Engel. Okay, was Gruseliges. Nach vorn, nach vorn. Oh, oh, jetzt mal eine Fratz. Okay. Jetzt ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, jetzt ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Okay. Oh, die sehen toll aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch ab. Wenn Nutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas. Deinen Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was bedeutet das? Oder wir drucken unsere Bilder einfach aus. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Okay. Ah, oh, komm schon, verdammt! Wenn man hier gegenschlägt. Oh. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Alle eingeteilten Bürger müssen sich zum Einsatz melden. Wer beim Appell. Oh, ich hasse sie! Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Lass uns hochgehen. Mal sehen, was da los ist. Das ist peinlich. Wow, schau dir das an. Wow. Hab's doch gesagt. Thank you.
nein. Sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Sein Gegner, Black Fang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Ist auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf. Runde 1 beginnt. Black Fang rast auf dich zu. Er greift dich mit einem Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versetzt ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Kontern. Du hast die Ellbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Rutscht zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, konter mit einem Himmelsheber. Er hat sich gleich. Schlag ihn damit er los. Und oben Block Rücktritt für einen kleinen Angriff. Block geschafft. Und vorwärts los jetzt als Special. Ja, wir machen fertig. Gnadenlose Combo. Mach ihn platt. Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht. Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich habe gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Komm schon, zeig, was du kannst. Nimm das, Riley! Oh. Erledigt. Hab's ja gesagt. Es war ziemlich nah dran. Was? Ja. In deinen Träumen. Okay, wie du willst. Du zählst bis 5, ich versteck mich und wir jagen uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Okay. Schließ die Augen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Schon an?
schon. Zeig, was du kannst. Ah, verdammt. Okay, gewonnen. Okay, wer 2 von 3 schafft. Also nochmal. Na gut. Geh. 1, 2, 3, 4, 5. Du bist tot. Wieder da, Baby! Okay. Gleichstand. Jetzt zählt's. Gut. 1, 2, 5! Versteckt oder nicht, ich komme! Erwischt. Ich hab gewonnen. Wow, okay, was soll's? Das war reines Glück. Glück? Ja. Aha! Willst du nochmal? Ich... Ja, aber... Du musst wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Okay, gut. Kann ich ein Stück mitkommen? Schon. Dann komm, ich hole meinen Rucksack. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen, komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Was Albernes. Ach schon. Was ist los? Bitte geh nicht.
Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Wer schert sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sicher die Gegend. Und hol dich, Joel. Diese Typen wollen kämpfen? Na, den werde ich zeigen. Ich gehe zu ihm, verarzte ihn und dann verschwinde ich von hier.
Was war das? Das war da drüben. Vorsichtig, Mann. Das sind so viele von denen. Gibt's noch mehr von den Pennern? Nein? Okay. Woanders lang. Verdammt, ich habe was gehört. Vorsicht, infiziert.
schon! Wer zum Teufel? Das Mädchen ist hier. Wir haben sie erwischt! Mach sie fertig! Dreckschwein! Schön. Du willst das? Dann tun wir's. Ich gehe hier lang. Jung. Schiss. Mit der Tür. Wir übernehmen sie.
Du lebst noch, Joel. Ah!
Ellie. Ellie, dein Arm. Nein. Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich weiß, was ich tue. Bin quasi ein Experte. Fast. Bleib ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Das sehe, gibt's zwei Möglichkeiten. Nummer eins. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer eins. Zwei. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob 2 Minuten oder 2 Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer 3? Sorry. Komm, verschwinden wir hier. Thank you.
Thank you.